Der Tod der kleinen Kaylee Marie Anthony ist eines der grausamsten Verbrechen der letzten Jahre und wird oft als der Fall des Jahrhunderts bezeichnet. Genauso schlimm sind aber auch die Umstände und Theorien, die sich um ihren Tod ranken. Kaum ein Fall hat so viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erhalten wie dieser hier. Starb das kleine Mädchen durch einen Unfall? Wurde sie von ihrem eigenen Großvater ermordet? Oder war die Täterin ihre eigene Mutter? Im heutigen Video werden wir einen der komplexesten und aufwendigsten Fälle der letzten Jahrzehnte analysieren. Wir werden uns mit notorischen Lügnern auseinandersetzen, die es vielleicht sogar geschafft haben, ein Verbrechen vorzutäuschen, das es so nie gegeben hat. Was ist Wahrheit und was Lüge? Und was geschah wirklich mit Kaylee Anthony? Oft wird über das Thema Finanzen nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Dabei ist es wichtig zu lernen, wie man einen guten Überblick über seine Ausgaben und Einnahmen bekommen kann. Insbesondere bei der Nutzung mehrerer Konten, einer Kreditkarte oder bei vielen laufenden Verträgen können Finanzen schnell unübersichtlich werden. Um die eigenen Finanzen besser zu organisieren, ist Finanzguru eine großartige Möglichkeit. Vielleicht kennt ihr die Finanzguru-App schon aus der Fernsehsendung Höhle der Löwen. Auch über die Sendung hinaus hat die App viel Zuspruch erhalten. Durch ihr simples wie geniales Konzept kann sie euch sicherlich genauso gut weiterhelfen wie mir. Denn die App funktioniert als digitaler Finanzassistent. In die App könnt ihr euer Girokonto, euer Spardepot, eure Kreditkarte oder sogar eine Kryptobörse einpflegen. Finanzguru ordnet einzelne Ausgaben automatisch in verschiedene Kategorien ein. So könnt ihr super leicht Budgets festlegen und euren eigenen Umgang mit Geld analysieren. Die App erkennt auch, ob euch noch wichtige Versicherungen fehlen oder ob ihr an einer schon abgeschlossenen Versicherung noch sparen könnt. Überflüssige oder zu teure Verträge kann man über die App einfach kündigen und durch Verträge mit besseren Konditionen ersetzen. Neukunden können das erweiterte App-Modell Finanzguru Plus sowieso für 7 Tage gratis testen, mit dem Code Insolito aber sogar ganze 3 Monate. Der Insolito-Code ist ab Erscheinen des Videos 30 Tage gültig. Einen Link zum App Store findet ihr in der Infobox. Dort könnt ihr euch die App einfach kostenlos herunterladen, euer Konto verknüpfen und unter dem Reiter mehr mit dem Code Insolito Finanzguru Plus freischalten. Checkt Finanzguru gern mal aus. Mir hat es wirklich mega geholfen. Kaylee Anthony kam am 19. März 1986 als das zweite Kind von George und Cindy Anthony auf die Welt. George kam ursprünglich aus Ohio und arbeitete als Polizist. Er war vor seiner Ehe mit Cindy bereits einmal verheiratet gewesen. Seine Jugendliebe Terry verließ ihn schlussendlich, da er laut ihr spielsüchtig und ein notorischer Lügner gewesen sei. Einige Zeit nach seiner Scheidung lernte er Cindy kennen, die ebenfalls aus Ohio kommt und als Krankenschwester arbeitet. 1981 heiraten die beiden und am 20. November 1982 kommt ihr Sohn Lee auf die Welt. 3,5 Jahre später macht die Geburt von Kaylee das Glück der beiden perfekt. Doch es sollte nicht lange so friedlich bleiben. Während Cindy zu Hause blieb, um sich um die Kinder zu kümmern, arbeitete George als Polizist. Dabei verdiente er aber nicht genug Geld, um die Familie ernähren zu können. Cindy überredet ihn schließlich dazu, zu kündigen und stattdessen bei seinem Vater Lee als Autoverkäufer anzufangen. George war von der Idee nicht allzu begeistert, da er zu seinem Vater stets ein schwieriges Verhältnis hatte. Aber er wusste, dass sich etwas ändern muss, wenn sie weiter in ihrem Haus wohnen bleiben wollen. Also willigte er ein und fing bald darauf im Autohaus seines Vaters an. Und wie erwartet kam es immer wieder zu Streitigkeiten zwischen ihm und seinem Vater. Es ging sogar so weit, dass George seinen Vater irgendwann bei einem Streit durch eine Scheibe geschubst hat. George wurde daraufhin rausgeworfen. Wer hätte das gedacht? Das sah George aber als Chance. Er versuchte sich selbst ein Business als Autohändler aufzubauen. Scheiterte daran aber kläglich. Cindy erzählte er, dass er aufgrund schlechter Investitionen pleite wäre. Aber das war gelogen. George hatte zuvor noch nie ein Unternehmen geführt und einige fahrlässige Fehler gemacht. George wusste, dass schnell eine neue Idee her muss, um sich nicht auch noch privat zu verschulden. Also fasste er den Plan, bei Disney World zu arbeiten, weswegen die kleine Familie bald darauf gemeinsam von Ohio nach Orlando und Florida zog. Kaylee, die Tochter, schien nicht darunter zu leiden.
Sie war ein energiegeladenes, extrovertiertes Kind, das stets beliebt war und ohne Probleme neue Freundschaften knüpfte. Auch in Orlando fasste sie schnell Fuß und fühlte sich nach kurzer Zeit sehr wohl. Sie war sehr sportlich und fand ihre Leidenschaft im Fußball und Volleyball. Von dem Stress und den Sorgen, die ihre Eltern hatten, bekam sie zu dieser Zeit nur sehr wenig mit. George hatte nicht wie geplant im Disneyland angefangen. Stattdessen hielt er sich und seine Familie in den nächsten Jahren mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Mal trug er Zeitungen aus, ein anderes Mal arbeitete er als Kammerjäger. Er litt psychisch und physisch stark unter den vielen Veränderungen und dem Druck, immer dafür zuständig zu sein, genug Geld nach Hause zu bringen. In einem Jahr erlitt er nacheinander zwei Knieverletzungen, die bleibende Schmerzen mit sich brachten. Das führte dazu, dass George schließlich seine Jobs aufgeben musste und von nun an auch zu Hause blieb. Durch die viele freie Zeit entwickelte er wieder ein Laster, das er Jahre zuvor eigentlich hinter sich gelassen hat. Er begann erneut mit Online-Glücksspiel und überzog so nach und nach sämtliche Kreditkarten der Familie. Das brachte natürlich einige Konflikte mit sich, die Cindy aber gut zu verbergen wusste, sodass Lee und Casey dennoch glücklich und unbeschwert aufwuchsen. Das denkt man zu diesem Zeitpunkt zumindest noch. Wir schreiben das Jahr 2008. Casey, die mittlerweile 22 Jahre ist, lebt immer noch bei ihren Eltern. Nach ihrem Schulabschluss hat sie einen Job als Eventmanagerin bei Universal angenommen. Mittlerweile ist sie Mutter einer zweijährigen Tochter namens Katie. Zu dem Vater besteht kein Kontakt mehr. Am 15. Juli 2008 ging ein Notruf bei der Polizei ein. Am Telefon war Cindy, Caseys Mutter. Bei dem Telefonat meldete sie ihre Enkelin Katie als vermisst, also die Tochter von Casey. Entschuldigt, dass ich das öfters wiederhole, aber ich finde, man kommt bei den ganzen Namen mit C ein wenig durcheinander. Also, Cindy ist die Mutter von Casey und Casey ist die Mutter von Katie. Und Cindy hat Katie als vermisst gemeldet, weil sie Katie bereits seit 31 Tagen nicht mehr gesehen hat. Am 16. Juni ist Casey mit Katie nach Tampa gefahren, da sie dort angeblich einen Arbeitsauftrag hatte. Während sie arbeitet, gibt sie ihre Tochter immer in die Obhut der Babysitterin Zenaida Zenny Fernandez Gonzalez. In den 31 Tagen, in denen Cindy Katie nicht gesehen hat, war Casey nur einmal kurz zu Hause. Da hatte sie Katie aber nicht bei sich und verschwand nach 10 Minuten wieder, da ihr Arbeitgeber angeblich nach ihr verlangte. Kurz zur Erinnerung, Casey wohnte immer noch bei ihrer Mutter Cindy. Also es wäre eigentlich normal gewesen, dass Cindy Katie öfters sieht. Aber das hat sie nicht. Danach telefonierte Casey nur noch mit ihren Eltern. Auf die Bitten ihrer Mutter, mit Katie sprechen oder sie sehen zu dürfen, reagierte Casey nicht wirklich. Sie sagte immer, dass das nicht gehen würde, da sie entweder durch die Arbeit zu beschäftigt sei oder Katie gerade beim Kindermädchen wäre. Am 15. Juli hatte George die Nachricht erhalten, dass Caseys Auto abgeschleppt wurde. Als er den Wagen vom Abschlepphof holen wollte, bemerkte er und ein Angestellter im Inneren des Wagens einen starken Verwesungsgeruch. George konnte das als ehemaliger Polizist gut einschätzen. Ansonsten war das Auto aber leer und es befand sich nichts Auffälliges in ihm, abgesehen von einer Tüte Müll im Kofferraum. Cindy, die den Geruch zu Hause bestätigte, begann sich große Sorgen um ihre Tochter und ihre Enkelin zu machen. Sie hatte Casey die letzten Tage auch nicht erreichen können. Daraufhin telefonierte sie ein wenig rum und konnte so in Erfahrung bringen, dass Casey bei einem Freund namens Tony in Orlando war. George und Cindy fuhren zu ihm, um nach ihrer Tochter zu sehen. Als sie dort ankamen, fanden sie Casey und Tony vor, wie sie Marihuana rauchten und Fernseh schauten. Die aufgelöste Cindy fragte sofort nach Katie und Casey gestand ihnen, dass ihre Tochter bereits vor einem Monat von der Babysitterin entführt worden sei. Sie hatte versucht, selbst nach ihr zu suchen, aber vergeblich. Cindy war sehr aufgebracht und informierte die Polizei über die Situation und den Verwesungsgeruch im Auto. Die Polizei sprach daraufhin auch mit Casey, die die Aussagen ihrer Eltern bestätigte. Aber entsprach das alles wirklich der Wahrheit? Wie konnte Cindy entspannt Marihuana mit einem Freund rauchen, wenn ihre Tochter vor einem Monat entführt wurde?
Casey wurde von der Polizei befragt. Dabei sagte sie aus, dass sie Kaylee am Morgen des 9. Juni bei Zenaida abgab und bei Universal arbeiten ging. Als sie später wiedergekommen sei, wären Zenaida und Kaylee weg gewesen. Die Ermittler versuchen, Zenaida ausfindig zu machen. Casey hatte erzählt, dass sie über einen Freund namens Jeff kennengelernt hatte. Caseys Eltern wussten, dass ihre Tochter seit einiger Zeit mit Jeff Hopkins zusammen war. Zuvor hatte sie eine On-Off-Beziehung mit Tony. Nachdem sie diese beendete, kam sie mit Jeff zusammen. Die beiden hatten sich über die Arbeit bei Universal kennengelernt. Jeff arbeitete dort für Nickelodeon. Casey hatte ihnen erzählt, dass er einen Sohn namens Zachary habe, der ungefähr so alt sei wie Kaylee. Zachary wurde auch von Zenaida betreut, weswegen Casey auf das freundliche Kindermädchen aufmerksam wurde und ihr zukünftig auch die Betreuung von Kaylee anvertraute. Das war schon fast 2 Jahre her. Und bis zum 9. Juni 2008 lief eigentlich alles reibungslos mit Sandy. Cindy und George hatten Jeff nie kennengelernt. Sie äußerten immer wieder den Wunsch, ihn mal treffen zu können. Aber Jeff sagte jedes Mal kurzfristig ab. Dafür zeigte Casey ihren Eltern regelmäßig Bilder von ihm. Jeff musste sich um seine krebskranke Mutter Jules kümmern. Und manchmal unterstützte Casey ihn auch dabei. Als die Ermittler versuchten, Zenaida Fernandez González ausfindig zu machen, gelang es ihnen zwar, eine Frau mit diesem Namen zu finden, doch die hatte zuvor noch nie Kontakt zu Casey oder Kaylee gehabt. Auch einen Jeff Hopkins kannte sie nicht. Es gab auch sonst keinerlei Zeugen, die Kaylee in Begleitung eines Kindermädchens gesehen hatten. Also dieser Spur ist die Polizei vergeblich nachgegangen. Also versuchte die Polizei als nächstes Jeff Hopkins ausfindig zu machen und ihn zu befragen. Doch das gestaltete sich schwieriger als gedacht. Casey konnte oder wollte ihnen keine Informationen über ihren Freund geben. Und der einzige Mann in ihrem Umkreis, der Jeff hieß, war ein ehemaliger Mitschüler von ihr. Aber die beiden waren nie zusammen und er hatte weder Kinder noch ein Kindermädchen. Zenaida kannte er nicht und er hatte sich nie mit Casey getroffen. Das einzige, was übereinstimmte, war, dass Jeff einmal für Nickelodeon gearbeitet hatte. Am 16. Juli nahmen die Ermittler Casey mit zu den Universal Studios und baten sie darum, ihnen ihr Büro zu zeigen. Die Beamten folgten Casey 25 Minuten lang durch das Gebäude, bis sie stehen blieb und verlegen zugab, dass sie schon vor über 2 Jahren gefeuert wurde. Sie hatte außerdem nie als Eventmanagerin gearbeitet, sondern war lediglich für einen Kiosk zuständig, bei dem Touristen Fotos von sich nach einer Achterbahnfahrt kaufen konnten. Cindy und George wussten von all dem nichts. Auch sie waren immer von ihrer Tochter belogen worden. Casey verließ jeden Tag das Haus und blieb entweder bei ihrem Freund Tony oder kehrte nach Hause zurück, nachdem ihre Eltern das Haus verlassen hatten. Als ihre Eltern damit konfrontiert wurden, fielen ihnen noch mehr Lügen aus der Vergangenheit auf. Casey log generell oft und war darin auch sehr gut. So gut, dass auch ihre besten Freunde und ihre Eltern nichts davon merkten. Durch ihre charismatische Art hatte sie nie zuvor durch ihre Lügen Probleme bekommen. In ihrem Abschlussjahr schwänzte sie ein halbes Jahr lang die Schule, um mit ihrem damaligen Freund feiern zu gehen. Ihre Eltern ahnten nichts davon und dachten, dass sie ganz normal den Unterricht besuchen würde. Als ich irgendwann Caseys Schule bei Cindy meldete und ihr erzählte, dass ihre Tochter seit Monaten nicht mehr im Unterricht gewesen sei, erzählte Casey, dass das die Schuld der Schule sei. Diese hätten nämlich ihre Stundenpläne vertauscht, weswegen sie ihre Kurse verpasst habe. Diese Lüge mag auf uns vielleicht völlig absurd wirken, doch Casey brachte sie so überzeugend rüber, dass ihre Eltern ihr glaubten. Das Ganze flog erst auf, als die Schule mitteilte, dass sie ihren Abschluss nicht bekommen würde. Casey überredete ihre Eltern danach so lange, bis diese trotzdem eine große Abschlussparty für sie feierten und allen Gästen erzählten, dass sie ihren Abschluss bestanden habe. Deshalb glaubten ihre Freunde und Verwandte jahrelang, dass sie ihren Abschluss gemacht hätte. Obwohl das nicht stimmt. Das war alles erfunden und ihre Eltern haben bei ihren Lügen sogar mitgespielt. Über Casey Anthony wird oft gesagt, dass sie in einem Haus aus Lügen aufwuchs. Und tatsächlich glaube ich, dass das ein großer Teil des Problems ist. Ihre Eltern glaubten ihre Lügen nicht nur, sie hatten auch keine Konsequenzen. Und sie schaffte es sogar, dass ihre Eltern für sie loben. Im Hause Anthony war Lügen zu einer Art Gewohnheit geworden. George bestritt jahrelang seine Spielsucht und versteckte sie vor seiner Frau. Und Cindy erzählte weder ihren Freunden noch ihren Kindern von den Geldproblemen, die sich daraus ergaben.
Während man das vielleicht noch als Notlüge verkaufen kann, waren die Lügen, die sich Casey regelmäßig ausdachte, aber deutlich schlimm. Eine weitere riesige Lüge hielt sie während ihrer Schwangerschaft aufrecht. Als sie noch bei Universal gearbeitet hat, lernte sie dort den Sicherheitsmann Jesse Grund kennen. Im Januar 2005 wurden die beiden ein Paar und im Frühling besuchte sie mit ihm seine Eltern. Jessys Vater fragte seinen Sohn nach diesem Treffen, wann er ihnen denn mitteilen wolle, dass Casey schwanger ist. Jesse war über die Frage sehr verwundert und sagte, dass Casey nicht schwanger sei. Sie sei sogar noch Jungfrau und sie hätten keinen Sex gehabt. In den letzten Monaten habe sie lediglich ein bisschen zugenommen. Ungefähr zur gleichen Zeit wurden auch Caseys Eltern auf die Schwangerschaft ihrer Tochter angesprochen. Die beiden antworteten ihnen genau das Gleiche. Casey sei nicht schwanger, sie habe lediglich ein bisschen zugenommen. Auch Casey selbst bestritt vehement, schwanger zu sein. Doch ein paar Wochen später konnte sie diese Lüge nicht mehr aufrechterhalten. Sie gab zu, dass sie bereits im 7. Monat sei. Ihren Eltern, denen sie erzählt hatte, dass Jesse der Vater sei, freuten sich sehr für ihre Tochter. Jesse wiederum war erbost. Sie waren erst seit Januar ein Paar und hatten erst viel später Sex gehabt. Sie musste also bereits davor schwanger gewesen sein. Casey zeigte sich sehr verletzt und warf Jesse vor, ihr nicht zu vertrauen. Jedes Mal, wenn er mit ihr reden wollte und sagte, dass es einfach unmöglich wäre, dass er der Vater sei, fing sie an zu weinen und entzog sich dem Gespräch. Schließlich forderte Jesse eine Beziehungspause und die beiden waren einige Wochen lang getrennt. Nach Kayleys Geburt kamen sie sich aber wieder näher und wurden sogar wieder ein Paar. All ihren Freunden und ihrer Familie erzählte Casey weiterhin, dass Jesse der Vater sei, weswegen Cindy und George sehr enttäuscht von ihm waren, da sie dachten, dass er seine schwangere Freundin einfach sitzen gelassen hätte. Auch die Geburt von Katie verlief ungewöhnlich. Caseys Eltern bestanden darauf, mit im Raum zu sein, obwohl Casey das gar nicht wollte. Cindy wollte unbedingt die Erste sein, die Katie hält. Das ist nicht unbedingt normal, denn normalerweise wird ein Baby immer zuerst der Mutter übergeben. Doch Cindy drängte sich regelrecht vor, um ihre Enkelin als Erstes halten zu können. Jesse entschloss sich nach einigen Wochen dazu, einen Vaterschaftstest zu machen. Dieser ergab, dass er nicht Kayleys Vater war. Doch Jesse schien das nur wenig zu stören. Er verzieh Casey ihre Lügen und machte ihr einen Antrag. Er wollte Katie sogar adoptieren. Doch Cindy wollte das auf gar keinen Fall. Also die Mutter von Casey. Sie wollte Jesse nicht im Haus haben und noch viel weniger wollte sie, dass er ihre Enkelin adoptiert. Was ihre Gründe dafür waren, obwohl sie ja nun wusste, warum Jesse Casey in der Schwangerschaft verlassen hatte, ist unklar. Cindy wurde Kaylee gegenüber immer besitzergreifender, was Casey und Jesse nicht gefiel. Doch zu einer Hochzeit der beiden ist es letztendlich nie gekommen. Im Mai 2006 trennten sie sich. Jesse gefiel nicht, wie Casey sich verändert hatte. Er sagte, dass sie keine liebende Mutter sei, ständig feiern gehen würde und Kaylee vernachlässige. Casey warf ihm daraufhin nur vor, dass er Kaylee mehr lieben würde, als er sie liebe. Bis heute ist nicht abschließend geklärt, wer Kayleys leiblicher Vater ist. Wir wissen nur, dass es nicht Jesse war. In den nächsten Monaten, wir befinden uns immer noch in der Vergangenheit, kümmerten sich hauptsächlich Cindy und George um Kaylee. Das machte Casey eifersüchtig und sie war der Meinung, dass ihre Eltern zu Kaylee liebevoller waren als zu ihr selbst. Trotz allem beschrieben Cindy und George ihre Tochter als liebevolle Mutter, die sich gut um ihre Tochter kümmerte. Aber als Kaylee 2 Jahre alt war, änderte sich das. Casey ging fast jeden Abend feiern und war trotzdem unglücklich. Sie litt darunter, dass sie nicht mehr so frei war wie vor der Geburt ihrer Tochter. Es ging sogar so weit, dass Casey Kaylee zur Adoption freigeben wollte. Doch Cindy wollte das auf gar keinen Fall. Mittlerweile war die Familie hoch verschuldet. Doch um ihrer Enkelin ein besseres Leben ermöglichen zu können, gingen sowohl Cindy als auch George wieder arbeiten. Das war auch der Grund, weswegen Casey später während ihrer vermeintlichen Arbeit oft ohne Probleme zu Hause bleiben konnte. Cindy und George verließen das Haus früh und kamen erst spät wieder zurück. Dadurch bemerkten sie nichts von der Lüge ihrer Tochter. Während sie schwer arbeiteten, obwohl sie mittlerweile einige körperliche Beschwerden hatten und alt waren, blieb Casey zu Hause und rauchte Marihuana, anstatt sich um Kaylee zu kümmern. Am 16. Juli 2008 wurde Casey Anthony verhaftet und einen Tag später wegen falscher Angaben gegenüber Strafverfolgungsbehörden, Kindesvernachlässigung und Behinderung einer strafrechtlichen Untersuchung angeklagt.
Der Richter zeigte sich schockiert über die laut ihm erbärmliche Missachtung des Wohlergehens ihres Kindes. Am 22. Juli 2008 stand fest, dass Casey in Haft bleiben muss und nur gegen eine Kaution freikommen würde. Ende Juli 2008 wurde das Haus der Anthonys mit Leichenspürhunden abgesucht. Im Hinterhof schlug zunächst ein Hund an. Doch als sie später mit mehreren Hunden wiederkamen, entdeckten diese nichts mehr. Entweder wurde das, was sich im Garten befunden hatte, wegbewegt, oder der Geruch hatte sich verflüchtigt. Dennoch wurde der gesamte Garten umgegraben. Doch die Suche blieb erfolglos. Dafür fand man in Caseys Auto Spuren von Chloroform. Am 25. Juli besuchten Caseys Eltern ihre Tochter das erste Mal in Haft. Die 22-Jährige war gut gelaunt und alberte rum. Sie machte einige Witze, aber sagte auch, dass sie hoffe, dass man Katie bald gesund finden würde. Ihre Eltern versuchten, neue Informationen von ihr zu bekommen. Doch es gelang ihnen nicht. George hatte ein Foto von Katie auf sein Shirt gedruckt. Doch das schien Casey nicht zu beeindrucken. Doch als sie anfing, darüber zu reden, wie schlecht es ihr im Gefängnis gehen würde, brach sie in Tränen aus und ließ sich kaum beruhigen. Sobald sich das Gespräch wieder um Katie drehte, hörte Casey auf zu weinen. Das gesamte Gespräch über zeigte sich Casey nur dann emotional, wenn es um sie ging, und ihre Eltern versuchten, sie zu trösten. Nach einem Monat Haft erklärte sich der Kopfgeldjäger Leonard Padilla aus Kalifornien dazu bereit, die Kaution in Höhe von $50.000 zu bezahlen. Er erhoffte sich dadurch, dass Casey mit ihm kooperieren und ihn zu Katie führen würde. Das würde ihm als Kopfgeldjäger zu einer größeren Bekanntheit verhelfen. Am 21. August kam Casey frei. Doch Leonards Plan ging nicht auf. Casey erzählte ihm eine ganz andere Geschichte. Sie behauptete, dass Zenaida und deren Schwester Katie entführt hätten, weil Casey ihnen Geld schulde. Und sie hätten ihr eine Liste gegeben mit Sachen, die sie der Polizei sagen dürfe. Leonard war klar, dass diese Geschichte nur erlogen war, und machte sich sehr wütend zurück auf den Weg nach Kalifornien. Am 25. August 2008 bot die Staatsanwaltschaft Casey begrenzte Immunität an, wenn sie sagen würde, wo Katie ist. Doch Casey behauptete weiterhin, es nicht zu wissen. 3 Tage später lief das Angebot aus und Casey wurde erneut verhaftet. Die Kaution wurde dieses Mal auf $500.000 angesetzt. Und diese Kaution wurde tatsächlich von Cindy und George bezahlt, den Eltern von Casey. Sie haben extra einen Kredit genommen, um sie am 5. September 2008 aus dem Gefängnis zu holen. Casey musste von nun an aber einen elektronischen Peilsender tragen. Am 11. August meldete sich der Stromableser Roy Kronk beim örtlichen Polizeisheriff. Er hatte in der Nähe des Hauses der Anthonys ein komisches Objekt im Wald gefunden. Die Polizei nahm sein Anliegen nicht allzu ernst und verwies ihn an eine andere Hotline, bei der er aber niemanden erreichte. Einen Tag später meldete er sich erneut bei der Polizei und wurde daraufhin aufs Revier eingeladen. Dort erzählte er, dass er eine graue Tasche im Wald gefunden habe, und in deren Nähe würde etwas liegen, was für ihn wie ein Schädel aussehen würde. 2 Beamte sahen sich daraufhin in der Gegend um, konnten aber nichts Auffälliges finden. Einen Tag später rief Roy wieder bei der Polizei an. Er sagte, dass das Objekt immer noch da sei und dass er es gerade in Kombination mit der Tasche sehr merkwürdig finden würde. Die Polizei, die mittlerweile genervt von seinen Anrufen war, versichert ihm, dass sie nachgeschaut und nichts Außergewöhnliches gefunden hätten. 2 Monate später, am 14. Oktober, wurde Casey wegen Mordes, Misshandlung ihres Kindes und Falschaussagen angeklagt. Am 28. Oktober plädierte sie auf nicht schuldig. Am 11. Dezember, also genau 4 Monate nach seinem ersten Anruf, meldete sich Roy Kronk erneut bei der Polizei. Er berichtete, dass das komische Objekt immer noch im Wald gelegen habe, weswegen er es sich genauer angesehen hätte. Und bei dem Objekt handelt es sich tatsächlich um einen Schädel. Dieses Mal ging die Polizei dem Anruf sofort nach.
und fand so kurz darauf Kaylees Überreste im Wald. Ihr Körper war in eine Winnie-Pooh-Decke gewickelt und in einen Wäschesack gelegt. Tiere hatten sich in den letzten Monaten daran zu schaffen gemacht, weswegen der Schädel und einige andere Knochen im Wald verteilt waren. Das Waldstück befand sich in unmittelbarer Nähe zum Haus der Anthonys. Roy Kronk bekam von der Polizei harte Vorwürfe dafür, dass er die Überreste bewegt hatte. Der Stromableser versuchte sich zu verteidigen und sagte, dass er das nur gemacht habe, da ihm vorher nie jemand Glauben schenkte. Am 19. Dezember 2008 bestätigte der Gerichtsmediziner Jan Garavaglia, dass es sich bei den Überresten um Kaylee Anthony handelte. Am Schädel, in den Haaren und über dem Mund befand sich Klebeband. Eine Todesursache ließ sich nicht mehr feststellen. Aber es könnte sein, dass sich das Klebeband ursprünglich über Mund und Nase befunden hat und so zu einem Ersticken führte. An dem Band selbst ließen sich keine Fingerabdrücke mehr feststellen. Aufgrund der Wettereinflüsse im Wald war das auch äußerst unwahrscheinlich. Der Gerichtsmediziner ist sich jedoch sicher, dass es in jedem Fall ein Mord war. Die FBI-Forensikerin Elizabeth Fontaine fügt hinzu, dass sich auf dem Klebeband der Umriss eines herzförmigen Aufklebers befand. In der Nähe des Leichnams fand man einen ebensolchen Aufkleber. Und dieser ähnelte stark einer Rolle herzförmiger Aufkleber, die man Casey Anthonys Schlafzimmer gefunden hatte. Es gelang den Forensikern, Kaylees Tod auf den 16. Juni zurückzudatieren. Sie ist wahrscheinlich zwischen 13 und 20 Uhr verstorben. Das deutete auf Casey als Täterin hin, da sie an diesem Tag am Morgen noch mit Kaylee gesehen wurde. Außerdem hatte Casey bei der Polizei behauptet, dass Zenaida sie noch am 15. Juli mit ihrer Tochter habe telefonieren lassen. Jetzt war klar, dass es sich dabei um eine Lüge handelte, da Kaylee zu diesem Zeitpunkt bereits tot war. Am 22. Januar 2009 verschwand George plötzlich. Cindy hatte ihn als vermisst gemeldet. Einen Tag später gelang es den Ermittlern, ihn in einem Motel in Daytona Beach zu finden. Er hatte zahlreiche Medikamente dabei. Gestand, dass er sich dort habe umbringen wollen. Die Polizei fand auch einen Abschiedsbrief, in dem er an Cindy gerichtet schrieb, dass er wieder bei Kaylee sein wolle und sich große Vorwürfe mache, dass er sie nicht habe beschützen können. Er bedauerte darin außerdem, dass er nicht genug für Casey da gewesen sei. Wäre er das gewesen, hätte sie die Tat wahrscheinlich nicht begehen müssen und hätte sich stattdessen an ihn gewendet. Er schrieb, dass er nicht begreifen könne, dass Kaylee tot sei und sie unfassbar vermisse. Er habe nicht nur seine Enkelin verloren, sondern auch seine Tochter. Im Mai 2011 startet der Prozess rund um Casey Anthony. Es war ein riesiger Prozess mit 59 Zeugen und über 400 Beweisen. Die Staatsanwaltschaft fordert die Todesstrafe für Casey. Die geht davon aus, dass Casey ihr unbeschwertes Leben vermisst hat und sich von der elterlichen Verantwortung befreien wollte. Deswegen hätte sie zunächst Chloroform verwendet, um Kaylee zu betäuben, und im Anschluss habe sie das Klebeband über ihren Mund und ihre Nase geklebt, um sie so zu ersticken. Kaylees Leiche habe einige Tage in ihrem Auto gelegen, was zu dem Verwesungsgeruch geführt habe. Danach habe Casey Kaylee im Wald entsorgt. Casey wurde von dem Anwalt José Báez, einem der besten Anwälte der Gegend, vertreten. Dieser stellte einen ganz neuen Tatablauf dar. José berichtet, dass Kaylee am 16. Juni 2008 im Pool der Familie ertrunken sei. George Anthony habe sie gefunden und seiner Tochter gesagt, dass sie den Rest ihres Lebens im Gefängnis sitzen müsse, wenn sie das der Polizei melden würde. George habe daraufhin den Tod seiner Enkelin vertuscht. Das sei auch der Grund gewesen, warum Casey gezwungenermaßen danach mit ihrem Leben weitermachte, als sei nichts geschehen und den Vorfall nicht meldete. Die gesamte Geschichte mit Zenaida hätte sie deswegen erfunden, weil sie nicht wusste, was sie sonst sagen sollte. Laut ihm sei es für Casey eine Gewohnheit gewesen, ihren Schmerz zu verbergen und so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Das habe sie schon früh gelernt, denn ihr Vater habe sie als Kind missbraucht und vergewaltigt. Dadurch hätte sie auch gelernt zu lügen. Nachdem Kaylee tot war, hat Casey das gemacht, was sie ihr ganzes Leben lang machen musste: ihren Schmerz versteckt. Es begann alles, als sie 8 Jahre alt war
und ihr Vater ihr Zimmer betrat, um sie unsittlich zu berühren. Danach ging sie zur Schule und spielte mit ihren Freunden, als sei nichts passiert. Vielleicht hilft ihnen das zu verstehen, warum niemand gemerkt hat, dass ihre Tochter tot ist. Casey selbst sagte nicht aus. Als George in den Zeugenstand gerufen wurde, versicherte er Casey nie missbraucht zu haben und bestätigte noch einmal den Leichengeruch, den er und seine Frau in Caseys Auto bemerkt hätten. Die Staatsanwaltschaft bezweifelte, dass George die Tat begangen hatte und sagte dazu: Niemand lässt einen Unfall wie einen Mord aussehen. Nach und nach wurden über 400 Beweise vorgelegt. In Caseys Kofferraum hatte man eine Haarsträhne gefunden, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Kaylee gehörte. Diese Strähne wies sogenanntes Root Branding auf. Bei toten Haarwurzeln bildet sich mit der Zeit eine Art dunkles Band an den Haaren. Das deutet darauf hin, dass Kaylee eine Zeit lang tot in dem Kofferraum lag. Mehrere Zeugen hatten außerdem unabhängig voneinander den starken Verwesungsgeruch bestätigt. Ein weiteres Beweismittel war der Computer der Familie. Diesen nutzte auch Casey. Darauf wurde an dem Tag von Kaylees Verschwinden, also an ihrem Todestag, nach Ersticken gegoogelt. Einige Tage zuvor hatte jemand nach Genickbruch und wie stellt man Chloroform her gesucht. Die Google-Suche konnte man aber nicht eindeutig Casey zuordnen, da auch ihre Eltern regelmäßig den Computer nutzten. Die Winnie-Pooh-Decke, in die Kaylees Leiche eingewickelt worden war, war ein Teil ihrer Bettwäsche und stammte somit von ihrem Zuhause. Das sprach dafür, dass der Täter auf jeden Fall jemand aus der Familie war. Aber das war eigentlich zu diesem Zeitpunkt auch klar. Den Herzaufkleber konnte man nicht zu Caseys Lasten auslegen, obwohl sie eine Rolle mit den gleichen Aufklebern besaß. Da der Aufkleber nur in der Nähe der Leichen gefunden wurde, gab es keine eindeutigen Beweise dafür, dass er sich auf dem Klebeband befunden hatte. Er hätte dort auch durch Zufall hingelangen können. Ein wichtiges Indiz war Caseys Verhalten nach dem Verschwinden ihrer Tochter. Sie hatte am Telefon mit der Polizei angegeben, dass sie noch Wochen nach Kaylees Verschwinden mit ihr am Telefon habe sprechen dürfen, da die vermeintliche Entführerin dies erlaubt habe. Zu diesem Zeitpunkt war Kaylee aber bereits lange tot. Welchen Grund gäbe es für diese Lüge, wenn Casey nicht selbst etwas mit der Tat zu tun hat? Caseys Verteidiger berief sich auf den vermeintlichen Unfall und dass seiner Mandantin nichts anderes übrig geblieben wäre, als in der Situation zu lügen. Die Verteidigung rief den forensischen Pathologen Dr. Werner Spitz in den Zeugenstand. Er hatte den ersten Autopsiebericht angezweifelt und anschließend selbst eine zweite Autopsie durchgeführt. Er bezeichnet die Arbeit von Dr. Garavagli als schlampig und sagt, dass er selbst keine Anhaltspunkte für einen Mord habe finden können. Er habe die Todesursache nicht mehr bestimmen können, gehe aber davon aus, dass das Klebeband erst nachdem Kaylee verstorben und verwest war, an ihr befestigt wurde. Man hatte an dem Band, abgesehen von den Haaren, die sich daran befanden, keinerlei DNA finden können. Und Dr. Spitz war der Ansicht, dass sich daran sehr wohl DNA hätte befinden müssen, wenn es eins an der Haut des Opfers geklebt hätte. Laut Dr. Werner Spitz seien die Tatortfotos inszeniert gewesen. Die Person, die diese Fotos gemacht hat, die Person, die es inszeniert hat, hat die Haare dort angebracht. Auf die Nachfrage, ob er glaube, dass die Polizei oder die Gerichtsmedizin die Tat habe verschleiern wollen, antwortete er: Das wäre nicht das erste Mal, Sir. Ich kann Ihnen einige Horrorgeschichten darüber erzählen. Es wurden auch die Polizisten befragt, die nach den Anrufen von Roy Kronk die Gegend abgesucht hatten und dabei nichts Auffälliges fanden. Ihre gesamte Suche war auf Video aufgezeichnet worden und Kaylees Leiche war dabei nicht zu sehen. Sie beharrten darauf, dass die Überreste zu diesem Zeitpunkt noch nicht dort lagen.
Auch Roy Kronk selbst wurde befragt und gab an, dass der Schädel die ganzen Monate über an der gleichen Stelle lag und er sich nicht erklären könne, warum die Polizei ihn nicht gefunden hätte. Sein Sohn hatte die Aussage gemacht, dass Roy nach dem Fund der Leiche erfreut gewesen sei und gesagt habe, dass er nun reich und berühmt werden würde. Roy stritt ab, diese Aussage je getätigt zu haben, räumte aber ein, dass er $5,000 Belohnung für seinen Fund erhalten hätte. Die nächste Zeugin war Crystal Holloway. Sie war eine freiwillige Helferin bei der Suche nach Kaylee und behauptete, eine Affäre mit George Anthony gehabt zu haben. Laut ihr habe George ihr gestanden, dass Kayleys Tod ein Unfall gewesen wäre. Im Laufe der Befragung fügte sie aber hinzu, dass George gesagt haben soll, dass er selbst bei diesem Unfall nicht anwesend gewesen sei. Laut ihr habe er gesagt: "Ich glaube wirklich, dass es ein Unfall war, der einfach schiefgelaufen ist, und sie, Casey Anthony, versucht hat, es zu vertuschen." Die Frage, ob George ihr erzählt habe, dass Kaylee tot sei, während die Polizei und die Öffentlichkeit noch von einem Vermisstenfall ausging, bejahte sie. George bestritt die Affäre mit Crystal. Er sagte, er habe sie nur besucht, da sie krank gewesen sei. Eine SMS mit dem Inhalt "Ich denke gerade an dich, ich brauche dich in meinem Leben" habe er ihr nur geschickt, da er nach dem Tod seiner Enkelin jede mögliche Unterstützung gebrauchen konnte. José Báez kritisierte, dass die Staatsanwaltschaft Casey als notorische Lügnerin darstellen wolle. Sie hätte nur aus ihrer Not herausgelogen, da Kaylee bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen sei. Das Ertrinken im Pool sei laut ihm die einzige Erklärung, die Sinn ergibt. Er zeigte den Geschworenen außerdem ein Foto von Kaylee, auf dem sie die Schiebetür zum Garten öffnete. Es gab keine Kindersicherung und Cindy und George hatten selbst bestätigt, dass Kaylee leicht das Haus verlassen konnte. Cindy hatte allerdings hinzugefügt, dass Kaylee nur über eine Leiter in der Lage gewesen wäre, in den Pool zu gelangen und dass sie die Leiter nicht selbst hätte platzieren können. José Báez entgegnete, dass Cindy vielleicht selbst die Leiter im Pool hatte stehen lassen. Sie hat das in ihrer Aussage nicht zugegeben. Aber wie viel Schuld hätte sie, wenn sie wüsste, dass sie es war, die die Leiter an diesem Tag oben gelassen hat? Er wies die Geschworenen immer wieder darauf hin, dass sie ihr Urteil auf Beweise und nicht auf Emotionen stützen müssten. Die Strategie dahinter ist, wenn sie sie hassen, wenn sie denken, dass sie eine lügende, nichtsnutzige Schlampe ist, dann werden sie anfangen, diese Beweise in einem anderen Licht zu betrachten. Ich habe Ihnen gleich zu Beginn dieses Falles gesagt, dass dies ein Unfall war, der außer Kontrolle geriet. Was ihn einzigartig macht, ist nicht, was passiert ist, sondern wem es passiert ist. Bei dem abschließenden Plädoyer der Staatsanwältin Linda Drain Burdick sagte diese: "Was tun schuldige Menschen? Sie lügen, sie weichen aus, sie rennen weg, sie führen in die Irre. Sie lenken die Aufmerksamkeit von sich selbst ab und tun so, als sei nichts passiert." Casey habe den Müllsack in ihrem Auto absichtlich dort platziert, um so von dem Verwesungsgeruch abzulenken oder einen anderen Grund dafür zu haben. "Wessen Leben war besser ohne Kaylee?" fragte sie. Und wies darauf hin, dass sich George und Cindy die ganzen Jahre liebevoll um ihre Enkelin gekümmert hatten, während Casey feiern ging. Nachdem sie verschwunden war, machten sich ihre Großeltern große Sorgen und meldeten sie schließlich vermisst, während Casey in der Wohnung eines Freundes war und dort Fernsehen schaute und Marihuana rauchte. "Das ist die einzige Frage, die Sie beantworten müssen, wenn Sie darüber nachdenken, warum Kaylee Anthony tot am Straßenrand zurückgelassen wurde." Linda zeigt ein Foto, was Casey beim Feiern zeigte, und eine Tätowierung mit dem Schriftzug "Bella Vita, schönes Leben". Das Tattoo hatte sich Casey 12 Tage nach dem Tod ihrer Tochter stechen lassen. Ein paar Tage zuvor hatte sie außerdem einen Tagebucheintrag verfasst, in dem sie schrieb: "Ich weiß, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Ich will wissen, was die Zukunft für mich bereithält. Ich werde es bald sehen. Ich bin so glücklich wie schon lange nicht mehr in meinem Leben." Selbst wenn es ein Unfall gewesen wäre, so wie Casey angegeben hatte, wäre so ein Tagebucheintrag kurz nach dem Tod ihrer eigenen Tochter mehr als merkwürdig. Nach einem monatelangen Prozess zogen sich die Geschworenen zurück und teilten schließlich am 5. Juli 2011 ihr Urteil mit. Casey Anthony wurde freigesprochen. Lediglich wegen ihrer Falschaussagen bei der Polizei wurde sie verurteilt.
Die Geschworenen begründeten ihre Entscheidung folgendermaßen. Die 51-jährige Russell Hückler sagte: Die Staatsanwaltschaft hat für keine der Anklagepunkte, vom Mord ersten Grades über den Mord zweiten Grades bis hin zum Kindesmissbrauch und sogar zum Totschlag, die erforderlichen Beweise vorgelegt. Sie waren einfach nicht da. Die Geschworene Jennifer Ford sagt: Ich habe nicht gesagt, dass sie unschuldig ist. Ich habe nur gesagt, dass es nicht genug Beweise gibt. Wenn man nicht beweisen kann, was das Verbrechen war, kann man auch nicht bestimmen, wie die Strafe aussehen sollte. Ich sage nicht, dass ich der Verteidigung glaube, sondern dass es für mich logisch einfacher ist, von Punkt A zu Punkt B zu kommen, wenn ich die Argumente der Verteidigung anführe, im Gegensatz zu denen der Anklage. Ein anderer Geschworener, der anonym bleiben wollte, sagte, dass alle darin übereinstimmten, dass wenn wir uns ausschließlich auf Gefühle und Emotionen stützen würden, Casey erledigt wäre. Ich schwöre bei Gott, ich wünschte, wir hätten mehr Beweise, um sie wegzusperren. Das tue ich wirklich. Aber sie waren nicht da. Er fügte hinzu, dass Casey seiner Meinung nach kein guter Mensch sei. Aufgrund der Falschaussagen musste Casey Anthony bis zum 17. Juli in Haft bleiben und $4.000 Strafe zahlen. Anschließend war sie ein Jahr lang auf Bewährung. Ein mildes Urteil im Vergleich zu dem, was sie bei einer Verurteilung wegen Mordes erwartet hätte. Tausende Menschen hatten den Prozess um Casey Anthony verfolgt. Die Empörung war groß, als sie am Ende freigesprochen wurde. Ein Teil der Leute glaubt die Variante mit dem Unfall, aber die meisten hielten sie für die Mörderin ihrer Tochter. Casey erhielt in den nächsten Jahren zahlreiche Morddrohungen. 5 Jahre nach dem Urteil kamen Vorwürfe auf, dass Casey eine Affäre mit ihrem Anwalt José Baez gehabt haben soll. Angeblich soll sie ihm den Mord gestanden haben und dafür, dass er sie trotzdem vertrat, habe sie ihn mit Sex bezahlen müssen. José Baez galt als einer der besten Anwälte des Landes und bereits damals hatten sich viele gefragt, wie Casey ihn bezahlen konnte. José Baez stritt alle Vorwürfe ab. Ich bestreite eindeutig und kategorisch den Austausch von Sex für meine juristischen Dienstleistungen mit Frau Anthony. Ich bestreite außerdem eindeutig und kategorisch jegliche sexuelle Beziehung zu Frau Anthony. Im Jahr 2017 berichtete die Associated Press, dass Casey Anthony mittlerweile in West Palm Beach in Südflorida lebe. Sie sei mit dem Privatdetektiv Patrick McKenna liiert und führe für ihn online Social-Media-Recherchen und andere Ermittlungsarbeiten durch. Casey gab der Zeitschrift sogar selbst ein Interview. Das war und ist eine große Seltenheit. Eigentlich zieht sich Casey seit dem Urteil aus der Öffentlichkeit zurück, da sie bis heute täglich mit Hass konfrontiert wird. Bei dem Interview sprach sie über ihre Arbeit als Privatdetektivin. Ich liebe die Tatsache, dass ich eine einzigartige Perspektive habe und die Chance bekomme, für andere Menschen das zu tun, was so viele andere für mich getan haben. Anfang 2021 erhielt sie ihre eigene Lizenz zur Privatdetektivin und eröffnete daraufhin ihre eigene Detektei. Nebenher geht sie ihrer zweiten großen Leidenschaft, dem Fotografieren, nach und würde dies in der Zukunft gerne ausbauen. Sie sagte außerdem, dass sie an einem Buch über ihr Leben schreiben würde. Als sie darauf angesprochen wird, dass immer noch zahlreiche Leute glauben, dass sie schuldig ist, antwortet sie: Ich weiß nicht, was irgendjemand über mich denkt. Das ist mir egal. Ich bin okay mit mir selbst. Ich schlafe ziemlich gut in der Nacht. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Ich hoffe, ich habe diesen äußerst komplexen Fall für euch übersichtlich dargestellt. Der Fall Casey Anthony bewegt bis heute zahlreiche Menschen und ich verstehe warum. Dieses Verbrechen ist so außergewöhnlich wie kaum ein zweites. Das Verhalten der einzelnen Beteiligten ist durch die zahlreichen Lügen nicht leicht zu durchschauen. Wie ist eure Meinung zu diesem Fall? Hat Casey ihre Tochter ermordet oder ist vielleicht doch etwas an dem vermeintlichen Unfall dran? Ich bin wirklich sehr gespannt auf eure Theorien zu dem Fall. Schreibt mir diese gerne in die Kommentare. Und sollte euch das Video gefallen haben, hinterlasst gerne ein Like, Kommentar und oder Abo. Das hilft dem Kanal wirklich weiter. Und aktiviert auch gerne die Glocke. Denn so bekommt das Video kurz nach dem Upload viel Interaktion und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Video Leuten vorgeschlagen wird, die Insolito noch nicht abonniert haben. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem wann ihr das Video seht und hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao Leute.